Brandserien Mühlviertel. In Unterweißenbach brannte Montagvormittag ein Geräteschuppen zur Gänze ab. Acht Feuerwehren der Alarmstufe 2 rückten an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Vermutlich löste den Brand ein Rasenmäher in dem Gebäude aus. Die Brandursache muss von der Polizei noch genau erhoben werden. Der Geräteschuppen brannte bis auf die Grundmauer nieder. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf einen naheliegenden Wald übergreifen konnte. Zu diesem Grund musste eine über 800 Meter lange Löschleitung gelegt werden. Auch in Freistadt hat es heute Vormittag gebrannt. Denken Sie da an einen Wohnungsbrand in der Lenzer Straße 39. Die Alarmierung hat geheißen Verdacht auf Wohnungsbrand. Beim Eintreffen von der ersten Fahrzeug, das war das Tankrösch-Fahrzeug, besetzt mit Atemschutzgruppe und 4 Mann, haben die Flammen bereits durch das Fenster im zweiten Obergeschoss geschlagen. Es war unmittelbar Gefahr vom Übertritt der Wohnung im dritten Stock. Ich habe daraufhin unverzüglich Alarmstufen 2 auslösen lassen, weil es ja unter der Woche mit dem Personal und Einsatzkräften nicht so gut ausschaut. Sicher ist sicher lieber wegen mehr Leute vor Ort, das wird zu wenig. Das hat ganz gut funktioniert. Wir haben dann im ersten Zug gleich einmal mit dem Atemschutzgruppe einen Innenangriff vorgenommen. Wir haben gewusst, es sind keine Personen mehr in der Wohnung. Es war schon klar, da haben wir die Informationen unmittelbar gekriegt, dass auch alle anderen Bewohner bereits aus dem Wohnhaus heraus sind. Der Brandherd war in der Küche. Es war ein massiver Vollbrand. Die Küche ist im Endeffekt ausgebrannt. Die Wohnung ist schwerstens beschädigt und auf jeden Fall unbewohnbar.